Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte und Thüringen. Wir beenden heute die Ernte auf Feld 38. Dann werden wir unseren Servicewagen holen, unseren PKW. Um den Drescher zu reparieren, auf Null zu bringen, wieder auf Null, auf 100%. Dann brauchen wir das ganze Geschirr zum Hochfahren, weil wir gleich auf Feld 60 weiterarbeiten werden. Da wir in Zukunft mehrere Aktionen starten werden wie jetzt, ist ein Servicewagen nicht schlecht. Ah, verdorrt. Nicht mehr. Scheiße. Ja. Entschuldigung. Aber wenn mehrere Fruchtstufen drin sind, ist es immer gefährlich. Aber gut, wir haben wir noch hingekriegt. Aber den werden wir hinstellen und noch nicht arbeiten auf Feld 60. Da müssen wir mal warten, dass der andere Seite ist. Chiptune fährt gerade mit irgendwie 50 km/h. Mein LKW, ne? So, dann geht's rüber zum Feld Nummer 60. Aber wie gesagt, wir müssen da ein bisschen warten. Bis wir reparieren können. Wenn wir gleich hier vorne stehen lassen. Bremse. Machen wir Licht an. Licht aus. Gut, dann ist auch schon fast fertig, ne? Fast. Ja, fast. Halt, LKW. Runde können wir der Ernte beginnen, aber wir wollen mal sehen, was wir unseren Servicewagen kriegen. Dazu brauchen wir unser kleines Auto. Was? Keine Brille heute. Ah, so lange her wurde es. Spiel gestartet haben. Das ist schon eine ganze Weile her. Da wo die Karte rauskam. Neue Karte, neues Glück. Machen wir die Innensicht, damit es besser aussieht. Wie gesagt, der Feld, dieser Plattenweg ist eine schwer zu fahrende Strecke, sagt man so, ne? Meinen Plattenweg kenne ich von zu Hause auch. Die sind nicht eben. Bei Autos kommen hier keine. Holen wir schnell den Servicewagen. Dann können wir beide Drehsteine reparieren. Und dann können wir voll auf Feld 60 loslegen. Schnell wie der Blitz. Oh, gut, dass er gut anhält. Nix für Formel 1 hier. Einfach zu uneben. Kann aber auch an Fahrzeugen liegen. Naja,
Man überlegt die Straße mit 120 km/h, das ist schon heftig, ne? Hier keine Autobahn. Blinker an, Blinker aus. So, ich komme. Mach Platz. Ich erscheine. Ruhe. Ah, mit einem gut drin in der Zeit. Werde beim nächsten Mal wahrscheinlich Hufeisen anfangen. Wahrscheinlich. Dicht am Händler. Felder sind nicht so groß am Anfang. Da ist der nächste neue Hänger, den wir haben, und den Servicewagen, natürlich der Servicewagen. Der Servicewagen. Den haben wir nicht gekauft. Den haben wir nicht gekauft. Ja. Wir haben nur geguckt, was er kostet, und da haben wir aufgenommen Kredit. Dann haben wir schöne Reifen, ne? Naja, gut. Kaufen wir mal Hauptfarbe. Was haben wir denn da? Ah, wir haben alles blau. Das geht das gute Stück. Dann müsste ich. Ja, habe ich überhaupt schon mal getankt? Achso, im Hof hier getankt. Oder? Wo haben wir einen Tank in der Nähe? Eigentlich ja, laut Karte ist ein Tank in der Nähe. Schauen wir mal. Sehe ich die Tankstelle? Sackgasse. Ja, wir bewegen uns weg. Hier im Städtchen. War ich noch gar nicht gewesen. Ach, bin ein Bauer vor Ort hier. Ich glaube, wir nehmen die Tankstelle im Hof sein, Hof 1. Aber da werden wir nicht hinfahren. Wir werden zu unserem Hof fahren. Nähern wir uns im Hof 1. Gehört uns aber nicht. Oh, das ist keine Bergziege. Wer macht da so eine Mauer hin? Laut Karte ist hier eine Tankstelle. Ja, da nicht. Lager.
Das gute Stück ist dann für uns so. Alles klar. Treibstoff. Noch haben wir Geld. So, auch nochmal läuft. Muss ich schauen. Mittwoch. Zwei Folgen noch heute. Das ist die Hof 1. Hätte ich mal lieber Hof 1 hin sollen, theoretisch, wäre besser gewesen. Aber das wird ja immer schlauer. Hier ist der kleine Nachteil, dass ein bisschen eng ist im Rein- und Rausfahren. So, jetzt geht's zum 460. So, see. Ganz schnell zurück. Dann können wir gleich tanken und reparieren. Wir brauchen da nicht jetzt extra mit einem großen Gerät zum Hof fahren. Denn man kann davon ausgehen, dass in Zukunft wir mehrere Felder haben werden, die weiter weg sind. Und da ist es ganz gut, wenn wir jetzt gleich voraus mitdenken. Hier noch 60 Kilometer gefahren. 12 Grad 1000. Die Anzeige stimmt nicht. Wäre mal interessant, was stimmen würde, ne? Von so einem Spiel Pferd. Diesel. So, Richtung. Muss ja ganz kurz nachladen. Schau, in Bremsen gehen. Ein Anhänger so schnell fahren, bist du verrückt? So. Stellen wir ihn hier so auf. Oder direkt neben Drescher. Drescher ist besser. Entweder links oder rechts, wo ich das reparieren kann. Schauen wir mal. Wollte ich rüber. So sportlich sind wir heute nicht mehr. Da steht er. Plakate schon zu sehen, ich sehe noch nicht. Ah, da ist er. Taps. Ja, der Kollege wartet, bis ich komme. Freistellen, Rohr ausfahren, weil über Menü kann ich nur reparieren, wenn der Schaden schon recht groß ist. Und das wäre ja irgendwann gleich wieder fällig. Und wenn man das nicht gleich macht, dann ist irgendwo Verlust in der Ernte und ein Verlust in der Geschwindigkeit sofort zu merken. Die Geschwindigkeit würde ich merken, da kann man reparieren, aber bei einem Verlust, das kriegst du gar nicht mit. So, löschen.
beide reparieren und vorbereiten fürs 60. Dann bleiben wir stehen. Wenn wir gleich mit der Ausfahrt beginnen, machen wir gleich. Motorhöhe speichern. Einsteigen. So, jetzt muss ich gucken. Wir brauchen zwei Kurse. Zum einen die Aussaat. Ich glaube nicht, dass ich jetzt schon einen gemacht habe hier. Feldmitte. Ich habe schon mal Kapsel ausgesucht. Dann mal gucken mal. Aussaat Feld 38. Da wird der LKW im Wege stehen. Das heißt, da müssen wir schnell sein. Und ergänzen wir mal Überführung. Feld 38 Hof neu. Hoffen wir, dass im Silo genug Saatgut vorhanden ist und Dünger. Einstellung. Zeit. Irrelevant. Wir müssen zum LKW. Natürlich ganz am Schluss, ne? Den fahren wir gleich rüber zum Feld 60. Können wir im Acker ja fahren. Mal gucken, wie der anfängt. Den Kurs können wir schließen. Ja. Den haben wir noch, den, der war repariert. Wir bereiten die Ernte jetzt vor und dann geht es in der nächsten Folge voll los. Das Getreide ist ein bisschen heftiger in der Arbeit. Aber wir müssen das Feld freiräumen. Sonst haben wir ein Problem mit unseren Seemaschinen. Das sieht ganz gut aus, aber auch nicht sehen. Ich brauche jetzt dafür genau 2 Stunden. Muss ich mir wirklich vorstellen, 2 Stunden. Dabei ist noch nicht mal berechnet mit dabei, wegen neue Sacke vor. 2 Stunden. Eine machen wir noch. nee. Kommt dann reell, das wäre jetzt genau bis 11 Uhr. Wenn wir rauffahren lassen, nicht ne? Rüpfen. Heißt, dann gucken wir gleich, wann kommt die Stufe Wachstum. Kartoffeln, Sonnenblumen. Die erste nicht. Oh ja. Oh, 2 Stunden. Mit eng. Hätte ich im Grunde warten müssen. Hoffen wir das Beste. Zug steigt. So. Den wollten wir noch wegfahren. Vom Acker. Zumindest vom Acker. Dann werden wir mal kurz reparieren. Warte noch in der nächsten Folge. So.
So, meine Freunde der Landwirtschaft, das soll es für heute gewesen sein. Hat mich gefreut, dass ihr reingeschaut habt. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder reinschauen würdet. Dann seid mal tschüss und mit Winke. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.